Die intensive Phase der Kämpfe gegen die Hamas steht kurz vor dem Ende, sagte Netanyahu Sonntagabend dem ihm freundlich gesinnten Privatsender Channel 14. Das bedeutet aber nicht, dass der Krieg bald zu Ende ist. Es wird Israel aber ermöglichen, Truppen an die Nordgrenze zu verlegen, wo die pro-iranische Terrormiliz Hisbollah noch im Oktober eine zweite Front gegen Israel eröffnet hat. Netanyahu gewährt, anders als US-Medien, israelischen Medien seit Jahren kaum Interviews und wenn, dann eben freundlich Gesinnten wie Channel 14. Laut örtlichen Medien war es das erste Interview Netanyahus in Israel überhaupt seit dem 7. Oktober. Israel verortet in Rafah an der Grenze zu Ägypten die letzten verbliebenen Hamas-Bataillone im Gazastreifen und geht trotz internationaler Kritik seit Wochen gegen die Ziele in der Stadt vor. Nach dem Ende der intensiven Phase werden wir in der Lage sein, einige Kräfte zurück in den Norden zu verlegen, kündigte Netanyahu an. Dies werde in erster Linie zu Verteidigungszwecken geschehen, aber auch um die von dort geflüchteten Bewohner zurückzubringen. Netanyahu sagte mit Blick auf die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen, er werde sich auf kein Abkommen einlassen, das ein Ende des Kriegs vorsieht. Er sei jedoch offen für ein Teilabkommen, das die Rückkehr von Geiseln aus dem Gazastreifen beinhalte. Das Ziel ist es, die Verschleppten zurückzubringen und das Hamas-Regime im Gaza zu entwurzeln, sagte der israelische Regierungschef. US-Vertreter haben Zweifel an Israels Ziel geäußert, die Hamas komplett zu zerstören. Auch der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hatte am Mittwoch entsprechende Zweifel geäußert und die Hamas als Ideologie bezeichnet, die nicht eliminiert werden könne. Auf die Frage nach einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen sagte Netanyahu in dem TV-Interview, dass Israel dort in absehbarer Zeit die militärische Kontrolle ausüben werde. Wir wollen auch eine zivile Verwaltung schaffen, wenn möglich mit einheimischen Palästinensern und vielleicht mit externer Unterstützung aus Ländern der Region, um die humanitäre Versorgung und später die zivilen Angelegenheiten im Gazastreifen zu regeln, fügte der israelische Regierungschef hinzu. Am Samstag hatten in Tel Aviv zehntausende Menschen gegen Netanyahus Regierung protestiert und Neuwahlen gefordert. Die Organisatoren gaben die Zahl der Demonstranten am Samstagabend mit mehr als 150.000 an und sprachen von der größten Protestaktion seit Beginn des Gazakriegs vor 8,5 Monaten.